Herzlich willkommen auf Multilaser und heute ein kleines Tutorial, wie wir diese Flex Tube von M-Line auf Stoßdämpfer anbauen. Was benötigen wir? Natürlich das passende Auto, wo die Dämpfer sind. Was ihr wissen müsst ist, wenn ihr euch die Flex Tube kauft, müsst ihr natürlich wissen, ob ihr lange braucht oder kurze. Jeweils, ob ihr unterschiedliche Längen habt, wie vorne oder hinten. Sollte das der Fall sein, müsst ihr euch natürlich die passende Länge dafür kaufen. Hier ist der Stoßdämpfer, wo es rauf soll. Den baue ich jetzt aus und dann geht das Tutorial los. Wir haben den Dämpfer ausgebaut. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt demontieren wir den Dämpfer und nehmen den Dämpferteller ab. Nachdem wir den Dämpferteller entfernt haben, können wir die Feder rausziehen. Die Feder, um die dreht es sich. Der Dämpfer, den könnt ihr zur Seite legen, den könnt ihr reinigen und. Ihr braucht die Feder und jetzt holen wir uns hier aus der Tüte den ersten Dämpferschutz raus und fädeln jetzt hier diesen Dämpfer mit dieser Flex-Tube darüber. Ich gebe den Tipp, den Dämpfer so ein bisschen zu spreizen mit vier Fingern und dann braucht ihr noch eine dritte Person, die Feder jetzt da in die Mitte steckt und dann ganz vorsichtig die Feder hineinstecken. Und wenn ihr es so ein bisschen geschafft habt, zieht ihr einfach die Flex-Tube da durch. Wenn ihr die Flex-Tube über die Feder gezogen habt, dann gebe ich euch den Tipp, einmal die Dämpfersocke bei beiden Seiten mal zu ziehen, dass sie auch richtig schön stramm drauf sitzt. Dann sorgt ihr dafür, dass das Logo genau mittig ist. Und jetzt kommt der Trick, ihr stopft einfach oder krempelt hier einfach den Rest in die Feder rein, auf beiden Seiten. So. Und jetzt wird das Ganze, je nachdem wie ihr es haben wollt, wenn das Logo so sein soll oder so sein soll, müsst ihr halt eben vorentscheiden. Ich werde das Ganze so machen, das heißt der obere Teil kommt hier wieder rein. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass das Umgekrempelte auch hier drinnen bleibt. Dann haltet ihr hier fest, damit nicht mehr Material nach innen gezogen wird und schiebt den Dämpfer oben an die Kappe. Hier wieder umkrempeln und jetzt euren Dämpferteller wieder drauf und der Dämpferteller greift dann hier rein. Nachdem ihr den Dämpferteller wieder richtig positioniert habt, gebe ich euch den Tipp, die Naht immer auf die Hinterseite zu tun. Das heißt, ihr habt den Dämpfer jetzt vorne. Ich habe jetzt hier einen Dämpferschutz. Daher wird hier ein bisschen das M-Line-Logo verdeckt. Aber hier unter dem ist dann das Logo. Und so montiert ihr die Dämpfersocke. Wichtig ist, dass ihr gleichmäßig Material auf beiden Seiten umgeklappt habt und dass hier ordentlich fest ist und die Feder nach oben drückt. Und genauso ist es auch beim Dämpferteller, dass da genug Material nach innen reingeschlagen ist. Und dann ist der Dämpferschutz montiert und ihr könnt federn, ohne dass irgendwas passiert. Die Dämpfersocke bleibt an ihrer Position. Das war ein Tutorial zur Montage der Dämpfersocken. Ich wünsche euch viel Spaß damit beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss.